Hast du Dingsbums? Ja, hab ich, denke ich mal. Wenn du das Dings meinst, dann bestimmt. Ich meine. Warte mal. Da ist meine Axt. Nee, geht aber nicht damit. Sprich mit mir. Ja! Desinfizierungszeug für Wasser. Desinfektionszeug. Oh, seit 12 Sekunden keine Nachricht. Na gut. Haben wir das auch mal wieder drauf? Red Tracks. Das heißt neues Loot, ey. Jo. Müssen wir wieder zurück in die Feuerwehrstation. Oha, was ist das denn? Farming Hoe. Hoe. Was ist das? Achso, so Dings. Was steht da drauf? Marlin. Auf deinem Rucksack. Ja. Ja. Was ist das? Green Ushanka. Ein Mützchen. Wissen Sie, lasst sich aber ganz schön Zeit hier mit Neustadt. Ja. Stimmt, geht's gleich weiter und wir sind alle tot. Das war ja. Das ging ja immer so bis 90 oder so. Ja, ja. Mal nachsehen, was ich nicht so. Achso, ich kann ja gar nicht nachsehen, weil ich keine Antwort bekomme, keine Nachricht. Was bedeutet, hast du auch oben rechts 200 stehen? Nö. Hm. Verbindung zum Horst abgebrochen. Weiter. Apropos Horst, du hast in irgendeinem Video, ich weiß nicht mehr welches war, hast du gefragt, welcher Vogel denn einen Horst hatte. Das ist ein Adler. Wo war das denn? Spyro, glaube ich. Ah, okay. Hallo? Ja, gibt es ja einen schönen Witz. Wohin fliegt ein schwuler Adler? Zu seinem Horst. Ja. Mein Spiel ist stehen geblieben. Macht nix. Drück mal auf Escape. Oh. Das hat nämlich bei mir auch funktioniert. Ja. So, dann gehen wir gleich nochmal auf Spulen. Ja. Hallo? Hallo? Oh, ich habe zweimal drauf gedrückt, jetzt bin ich im Server-Auswahl-Dings. Also zweimal auf Spielen. Kann das sein, dass das gerade alles total zusammengebrochen ist oder so? Jetzt kommt was? Koblenzer Ballerbude. Ist ja gar Peng-Peng-Bude. Ah, ja. Survive so, like gucken wir noch mal. Girls. Okay. Verlauf. Zuletzt waren wir in der Schnetzelbude. Ja, Blitzkriegbude. Da ist jetzt auch keiner drauf. Oh. Wo ist sie denn? Hier ist eine Metzelbude? Ich habe keine Schnetzelbude. Guck mal, wenn du oben auf Verlauf klickst, ne, jetzt ist sie bei mir natürlich weg. Ne, da ist sie wieder. Wenn du auf Verlauf klickst, könnte es sein, dass es angezeigt wird. Pommesbude, Schnetzelbude. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf die Schnetzelbude. Verbinden. Wenn da schon keiner ist, der uns erschießen kann. Noch keiner. Noch keiner. Warte auf Horst. Und wenn er uns verbindet. Das ist natürlich das Zweite. Ja, das ist live. Das ist ungeschnitten quasi. Es ist ungeschnitten. Ja. Live ist es natürlich nicht, aber... Also nicht ganz. Und ich warte immer noch auf den Horst. Boah, hab ich hier Schmock in meiner Tastatur drin. Ich tu mal zwischendurch immer meine Tastatur ausschütteln, weil ich glaube, ich kann meine Tasten nicht abmachen, weil die beleuchtet ist. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich glaube, wenn ich meine Tastatur ausschütteln würde und würde das ganze Zeug nehmen, würde es zum Bäcker bringen, da könnt mir ein Brot ausbacken. Boah, das ist ekelhaft. Ich warte immer noch. Ja, ich auch. Da wird, glaube ich, auch nichts mehr drauf. Ich habe jetzt mal auf Eskappe gedrückt. Ich auch. Auf Flüchten. So, dann suchen wir uns mal einen neuen Server an. Server wechseln. Was nimmt man denn dann für einen? Tja. Sollen wir wieder einen PvP-Server nehmen, oder? Am liebsten einen PvE. Aber das ist dann halt unfair den anderen gegenüber, wenn wir die direkt abballern. Deswegen würde ich auf PvP gehen. Das schon. Ah, je, was haben wir denn da Schönes? Was ist denn Whitelist?
keine Ahnung. Also, weil hier steht Metzelbude only whitelist. Ich versuche nochmal auf die Schnitzelbude zu kommen, vielleicht. Schwarze auf den Horst. Oh, es scheint, ja, ich glaube, es hat geklappt, ja. Dann gehe ich aber hier verbinden. Hier steht zumindest mal, dass ich warten soll. Server will restart without warning every 4 hours. Please wait. Wow, Grafik-Limbo. Naja. Will ich auch haben. Was? Zombie? Meine Ausrüstung ist weg. Nee, ne? Doch. Komplett. Oh. Aber hast du denn noch die Sachen an, die du vorher anhattest? Nein. Ich bin ein neuer Charakter irgendwo mitten am Strand. Ich hoffe doch jetzt mal, dass du nicht am Strand landest. Ich bin immer noch am Waiten. Oh je. Yeah. Ach, ist das kacke. Jetzt haben wir endlich mal Zeugs gefunden. Ja gut, aber wenn das so weitergeht, dann findet man ja schnell wieder Zeug. Ja, das schon. Aber du weißt ja, dass wir jetzt erstmal 2 Stunden brauchen, um uns zu finden. Ja, wenn wir nicht ganz zufällig an derselben Stelle spawnen. Irgendwas ist da vorne, das gehe ich mir jetzt mal angucken. Es steht da Esting 1, 2, 3. Ich kann den ersten Buchstaben nie lesen, weil die Auflösung nicht stimmt. I'm slowly warming up. Na toll. Ach, das ist doch zum Kotzen hier. Scheiß Alpha. Okay, ich sehe weit und breit keine Dorf. Ich bin immer noch am Waiten. Was ist denn, wenn ich P drücke? Passiert nicht. Ja, du wirst mir angezeigt hier. Ja. Ach Mann. Ich laufe schon mal zur nächsten Stadt. Ja, dann mach das mal. Weil ich bezweifle, dass du auch hier landen wirst. Kommt dir das irgendwie bekannt vor, wo du bist, oder ist das wieder ganz woanders? Das sieht doch alles gleich aus. Ich kann einen hohen Berg in der Ferne erkennen. Links von mir habe ich Berg und rechts von mir habe ich Wasser. Ich habe immer noch Please Wait. Und Bahngleise habe ich auch. Also bist du schon mal irgendwo Südküste, Ostküste, irgendwo da? Ja. I want to eat something. Leck an der Batterie. Ich bin immer noch am Waiten. Ich mache hier gleich Escape und gehe nochmal. Wahrscheinlich haben sie die Zeit rausgeschmissen aus irgendeinem Grund. Jedes Mal, wenn ich an so einem Stein vorbeilaufe, denke ich, es wäre irgendwie ein Ochse oder sowas. Ich glaube, es gibt Hühner. Ja, es gibt Hühner. Zumindest habe ich irgendwas von wegen Federn gelesen. Das habe ich auch gelesen, ja. Man kann Hühner rupfen anscheinend. Und um Hühner zu rupfen, muss es Hühner geben. Das wäre die logische Konsequenz. Ja. Hier, ich mache mal Escape und gehe nochmal. Oh, es blinkt. Wenn sie Höhe abbrechen, kehren sie zur Laboration. Nein, ich gehe aber. Es blinkt? Ja, wenn ich ins Menü, also wenn ich Escape drücke, dann pocht der Hintergrund so irgendwie. Boah, hat's bei mir auch gerade. Und dann habe ich die Grafikeinstellungen angepasst und dann war ich nackt. Beendet. Da vorne steht ein Häuschen. So, ich möchte nochmal auf die Schnetzelbude verbinden. Warte auf Horst. Jetzt kommt das Bildchen. Please wait. Jetzt bist du auch wieder drin. Jetzt sehe ich gar nichts. Ich sehe nur grau. Ja, geh mal in die Grafikeinstellungen, dann bist du bestimmt nackt. Genauso wie ich. Ich bin erstmal im Third Person. Und, nee, ich habe Sachen an. Und ich stehe da, wo ich aufgehört habe. Och, das ist doch zum Kotzen. Was ist das denn hier? Ein Stück Papier, ja, da schreibe ich jetzt drauf, dieses Spiel kann mich mal am Arsch lecken. So, ich suche jetzt mal die Karte hier raus, damit ich wieder weiß, wo ich bin. Ich lege mich mal ins Gras, damit man mich nicht... ich bin in der Nähe von
Tynra. Tulka heißt es auf Deutsch oder auf Englisch. Und Solnitschny ist nicht weit, also ich bin an der Ostküste. Ja, warte, ich muss mir mal gerade die Karte aufmachen. Die ist wahrscheinlich nicht auf dem neuesten Stand, aber so viel wird sich da jetzt auch nicht geändert haben. Solnitschny wird wohl Solnitschny geblieben sein. Ich gehe jetzt durch die Häuser. Es war ja klar, ne? Das erste Haus, in das ich reingehe, und was gibt's zu finden? Nichts! Eine große Menge Luft. Wo ist das denn hin? Die Ab. Verspiele war das, glaube ich, ne? Ja. Das erste Haus ist komplett leer. Schönen Dank fürs Gespräch. So. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Aber wir sind, glaube ich, Richtung Elektro gelaufen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich guck mal. Oh Mann. Ich glaube. Hier stehen alle Türen offen. Ich hab Angst. Ich hab doch nichts. Ich lauf einfach mal ein bisschen rum. Mach relativ, das mal. Such mal ein Schild. Aber relativ weit offen. Also ich tue mich hier jetzt nicht verstecken oder so. Ich lauf einfach rum. Er will was trinken. Das auch noch. Ja, das will meiner auch hier. Ja, aber gut, du hast ja die Möglichkeit. Du hättest ja noch was dabei. Ja, aber das ist wahrscheinlich vergammelt. Weil ich weiß nicht, ich habe die Wasserflasche von dem Kerl. Da ist ein Brunnen. Soll sich nicht so anstellen, das ist ein bisschen vergammeltes Wasser da. Mir gefällt nicht, dass hier alle Türen offen sind, bis auf die eine, in der ich drin war. Kann man was. Also, die ich geöffnet habe. Kann man das nicht wegkippen? Ich, lauf mal Richtung Solnitschny. Oder soll ich Richtung Elektro? Ich weiß es nicht. Ich möchte. Wollen wir uns auf etwas einigen? Ja, das wäre eine sehr gute Idee. Dann schlage ich jetzt Solnitschny vor. Ja, okay. Aber nur aus dem Grund, weil ich jetzt schon die ganze Zeit hinrenne. Okay. Hallo, ich möchte gerne meine Flasche befüllen. Macht das oder macht das nicht? Ich kann das nicht auswählen, dass sie die befüllen soll. Ich mach die in die Hand. Mhm. Drink Canteen und dann Drink All. Ich kann das nicht, aber ich stehe vor dem scheiß Brunnen. Dann ist sie ja voll. Nee, die ist zur Hälfte voll. Achso. Auslehnen geht auch nicht? Nee. Kannst du mal. Du drehst am. Oder versuchst am Mausrad zu drehen, ne? Um die. Okay. Dann. Dann eben nicht. Dann verdrinkst du halt. Verdurst. Ich bin total verdrinkt. Dann verdurstest du halt. Nicht aufhören zu rennen. So, ich bin in Solnitschny, das ist doch schön. Sehr gut. Jetzt bin ich hier auf so einem Acker. Ja, such du mal, wo du bist, und dann können wir uns ja darauf einigen, wo wir uns treffen. Da ich ja jetzt in Solnitschny hier bin, können wir uns auch gerne woanders treffen. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich hier stehen bleibe und da ist ein Schild. Quasi nichts mache. Mann, hier ist gar nichts. Dafür, dass gerade eben überall was rumgelegen hat, ne, ist hier jetzt absolut tote Hose. Mornipka? Mornipka? Oh, scheiße, Zombie. Ich guck mal, ob ich es finde. Mornipka, das könnte auch Pogorevka sein. Oder? Das ist sehr weit im Landesinneren. Ja. Oh, Zombie. Ich versuche dem auszuweichen. Dann müssten wir uns ja quasi woanders treffen. Oh, scheiße, ich blute. Use. So, hier lag doch sonst immer was rum. Warum liegt hier nichts? Jetzt muss ich wieder ins Menü. Ich möchte einfach nicht glauben, dass hier schon jemand war und einfach alles mitgenommen hat, was da lag. Ah, neue Schuhe. Noch einer. Und ich blute schon wieder. Ja, das ist ganz komisch. Weiß nicht, beim letzten Mal hatte ich so das Gefühl, dass man nicht so schnell geblutet hat. Hier ist es ja eher so, du bist getroffen. Tja, schade, bist am Verbluten. Versuch's nochmal.
So. Oh nein. Oh nein. Zombie? Yep.